So, meine Master Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei der Wesermarsch. Die 11. Folge, die letzte Vorproduktion mit Svensrum TV. Jo, hallo, meine versrappten Freunde, und herzlich willkommen zu Wesermarsch. Brabs, er hat schon alles gesagt. Ich habe mir gerade den Jos Kim Vago zurückgegeben. Wir haben jetzt 80.000 die letzte Folge gemacht durch den Silageballenverkauf. Sollten wir öfter machen. Ich habe gerade nicht nochmal mit Raptus Erde zwischen den Folgen besprochen. Wir haben schon Ideen. Und ja, zwar werden wir uns ein Bienenhaus an die Seite stellen. Das macht 25 Euro die Stunde. Und zusätzlich werde ich vermutlich noch ein paar Tiere kaufen. Was für Tiere das sind, haben wir uns noch nicht besprochen. Vielleicht machen wir das auf. Ich glaube, wir kaufen nur das Bienenhaus und damit kann ich die Folge wieder vorbei sein. Oder? Mal schauen. Wo wollen wir das Bienenhaus hinstellen? Guck mal hier, warte mal. Ich fahre mit dem Traktor einfach auf den Kuhhof, beziehungsweise, nee, ich hol die Mähwerke und dann könnte ich Wiese 2 unten nämlich nochmal mähen. Ich schütte mich auch noch an. Ja, genau, dann mäh das. Und obwohl, ich würde schon gerne das Bienenhaus eigentlich platzieren. Ja, ja, klar. Also, das platziere ich auch davor. Aber ich muss jetzt mit dem Traktor kommen. Ich packe dir erstmal auf den Kuhhof ab. Ja. Ah, ich komme direkt hoch. Sollen wir das oben bei der Dings... Guck mal bitte, guck mal hier, wo ich bin, beim Solarpark, ob man das hier irgendwo platzieren kann. Nee, ich komme erst mit dem Traktor hochgefahren, dann guck ich überhaupt. Und das ist im Solarpark, da mähen wir eh nichts, die Mini-Stressling, die hier sind. Ja, da könnte man das gut platzieren. Vielleicht so beim Solarpark, ich weiß nicht, daneben dran ist ein Feld, oder? Ja, ohne Nummer. Feld ohne Nummer. Das könnten wir mähen, also da eigentlich nicht, oder wenn nur die Ecke. Wenn nur dann hier hinten am Rand oder so. Hier. Genau. Dann wollen wir mal gucken. Wolltest du es haben? Bei der Solaranlage, irgendwo hier beim Solarpark. Ich weiß nicht, wo genau gut wäre. Jump'n'One habe ich auch schon ewig. Wo bist denn du? Beim Solarpark. Oberhalb von Feld 4. Oder Wiese 4. Ich kann es halt nicht zwischen, weil das sehr groß ist. Hier an die Seite geht auch nicht. Ich kann es halt hier in den Weg. In die Mitte auf eine Kreuzung oder so stellen. Ich kann es auch. Ja, kann ich. Ja, das sieht ganz scheiße aus. Ja, okay. Und wie wär's? Guck mal, wo ich bin, hier. Wie wär's, wenn man das hier hinstellen würde, so am Rand vom Feld. Oh. Da, wo ich stehe, oberhalb von Feld 4. Hier oben in so eine Feldecke. Vielleicht doch hier hin. Vielleicht, wir könnten das hier hinstellen. Ah, ich habe eine gute Idee. Ja, hier ist bei diesem Wassersee, könnten wir es an die Seite stellen. Bei diesem Wasser. Ah, ja, ja. Ja, bleib stehen. Da, ich platziere es. Ah. Wer? Bienen. Das. Perfekt. Naturreservoir. Das produziert uns dann ein bisschen. Money. Ich würde sagen, ich mähe jetzt einfach. Bei mir ist so viel. Sagen wir so, ich grubber jetzt einfach. Ich hab Bock drauf. Ja, genau. Welche Wiesen gemäht werden? Zwei kannst du machen. Ich bin mir ja noch nicht sicher, aber was wir daraus machen sollen. Vermutlich Heu oder so. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mähe hier oben die eine Wiese. Die kannst du auch machen. Ja, die unbeschriftete neben dem Solarpark. Wenn man drauf kommt. Hast du einen Timer gestellt? Müsste, ja. Ich vergesse sowas nämlich immer. Also wirklich immer, als wir Benzelbach aufgenommen haben, 15er. Wer hat's verstanden? Wir dürfen dreimal raten, aber ich war's nicht. Doch.
Veto muss ich jetzt leider einlegen. Sie müssen doch raten dürfen, du. Ich guck mal kurz, ob ein Timer eingestellt ist. Yep. Schön, wie man diese Grasfläche erreicht. Wenn ich fahre, die halt durch den Düker. Mir ist das nämlich, wir sind eigentlich immer scheißegal. Wie heißt hier die Straße? Schulpad, ja, hier, da wo ich drauf war. Mehr oder weniger am Ende. Aber ja, das hat eine Zufahrt. Da steht zwar ein Bagger drauf, weil die für mich den Düker von manchen so von Stamm befreien. Aber man kann ja um den Bagger drumherum mähen. Wenn man das Tor öffnen kann. Willst du mich verarschen? Kann man das nicht öffnen? Man kann noch einen generellen hier Tore öffnen. Ja, kann man. Außer du kannst es nicht, siehst du ja. Das hier vorne, das Tor kann man ganz eindeutig öffnen, ja. Das heißt... Will er mir ernsthaft sagen, dass er hier in das Tor nicht, dass er das Tor nicht als Tor deklariert hat? Ich meine, ich kenne das Problem, dass man Tore nicht öffnen kann. Ich habe im 15er eine Map umgeschrieben. Beziehungsweise das Skript auf eine Map eingebaut, weil es nicht ganz funktioniert hat. Jetzt bin ich ernsthaft auf X gekommen, ich Genie. Ja, so wird das nichts. Oh, gut voran. Klar, dass wir jetzt nur 60.000 haben, da wir uns das Bienenhaus kaufen. Ja, hier muss der Düker natürlich verdammt scheiße tief sein, ey. Mensch. Hast du geschaut oder so? Nee, ich versuche hier einen Umweg zu finden. Ich guck, dass du auf eine andere Wiese kommst. Ich bin schon drauf, alles gut. Ich muss das Ding hier noch ankoppeln, das Mähwerk. Perfetto. Ist überhaupt erntereif? So, was sollte man vorher gucken? Oh, die ist gar nicht als Wiese deklariert. Es ist gar kein Gras offiziell drauf. Ich schau, ob man es trotzdem ernten kann. Guck einfach mal. Nur eine Textur, ey. Jetzt habe ich mir so viel Mühe für einen Scheiß gemacht. Das ist Raptors Erde, macht sich Mühe. Irgendwie die Map trollt mich. Clickbait. Darf das, ich heiße Raptors Erde, mal schauen. Ein Grund ist nicht zu dürfen. Ne, der ist zu geneigt. Schauen wir, ob ich überhaupt rauskomme aus dem Düker. Oder vom Feld, eher gesagt. Und mit Anlauf und... Das Wenden ist eigentlich somit das Aufwendigste hier. Na, ich habe eine Idee, wie ich das verbessern kann mit dem Wenden. Gut, welches Feld muss jetzt gemäht? 2, definitiv.
Bei anderen musst du gucken, ob die überhaupt. Die 1 ist abgeerntet, ja, nur die 2, dann machen wir die 2. Wo liegt denn die? Bei der 1 unten. Kuhhof. Beim Kuhstall. Ja, ich sehe es. Mal schauen, ob wir sie finden. Tore sollten eigentlich alle offen sein, also Feld 1. Das wusste ich gar nicht, dass der Kuhhof auch wie so eine Insel ist. Ist ja eigentlich alles wie so eine Insel. Ist hier so eigentlich, also alles ist so gut wie eine Insel. Mit den ganzen Hükern. Ich glaube, die ganze Welt ist so aufgebaut. Moor nach dem Motto. Entwässertes Moor. Na, ja, natürlich, aber die Map ist so aufgebaut. Du hast eine Schicht Wasser. Und der ganze Boden liegt halt über dieser Schicht Wasser. Außer das eine Moorfeld, was bei uns. GPS dafür aus. So erstmal, wenn man reinfährt in die Kuhweide auch mal das Tor zumacht. Wäre mal eine gute Idee, oder? Ups. Das war die falsche Taste. Du hast das Tor bei der Kuhweide aufgemacht. Nein, habe ich nicht. Das Tor ist nicht offen, da ist noch ein Düker dazwischen. Believe me, it's true. I'm Donald Trump. Believe me. Wirklich stark sind. Also hier ist da. Oh, stimmt. Da ist ein Tücher dazwischen. Aber doch, Tür können da hingehen. Seriously? Ja, natürlich. Der Tücher ist richtig flach. Ja, normalerweise gehen Kühe nicht durch den Tücher. Ja, aber sind wir normal? Sind wir normal? Sehe ich normal aus? Schau mich an, sehe ich normal. Nee, siehst du nicht. Du hast dich verdammt getäuscht. Dumm. So, auf den ersten Blick extrem dumm. Das ist das, was man sieht. Während dich sieht. Ich hab noch ein Standbild. Ja, ich auch. Perfekt. Nicht mehr. Standbilder zu haben ist immer gut. LOL. Was? 2 gehört uns auch, die mähe ich gerade mit. Oh, hier liegt ein Baum. Du solltest die 2, man.
Du solltest nichts anderes. Oh. Du solltest nur die zwei. Habe ich die eine? Nee, ich mehr nur die zwei. Alles gut. Wir haben eine Kettensäge. Ja, klar haben wir eine Kettensäge. Schaut euch diesen Unfall vom Baum an. Soll ich den absägen? Aber eigentlich haben wir nichts mehr weg. Ja. Aber wenigstens will ich den entästeln. Will er aber nicht. Ich glaube, dafür muss man ihn absägen, um ihn zu entästeln. Ja, muss man Bäume generell. Deswegen lass den Baum einfach dran, wo er ist. Aber der steht auf dem Feld. Der ist umgekippt. Ich würde sagen, la la la. La. Mutter, können wir schon mal ausmachen. Das war's für die Vorproduktion. Angenehm. Weiß, dass man jetzt nicht mehr. Okay, andere Geschichte, das war's für die Vorproduktion. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuem Content oder altem Content. Ja. Mal schauen, was kommt. Mal schauen, was wir uns einfallen lassen. Bis zum nächsten Mal und tschö. Tschö.